Der große Kataklysmus hat mehr zerschmettert als nur die Welt. Kriegshäuptling Thrall, der wohl mächtigste unter allen lebenden Schamanen, hat sein Volk hinter sich gelassen, um den Kataklysmus im Keim zu ersticken. Doch in seiner Abwesenheit ist der orkische Champion Garrosh Hüllschrei zum neuen Kriegshäuptling der Horde aufgestiegen. Respektiert von den Orks wegen seiner siegreichen Schlachten gegen den Lichtkönig, treibt sein gewagter Führungsstil doch allmählich einen Keil zwischen ihn und die restlichen Führer der Horde. Da Durotars natürliche Rohstoffe nahezu erschöpft sind, will Garrosh sich nehmen, was sein Volk zum Überleben braucht. Ganz gleich, wer sich ihm in den Weg stellt. Eine gefährliche neue Ära hat für die Horde begonnen. Und es ist an mutigen Orks wie euch, Garroshs Willen durchzusetzen und die Herrschaft der Orks zu sichern. Ja, und nach diesem tollen Intro heiße ich euch mal herzlich willkommen, beziehungsweise grüße euch zu Let's Play World of Warcraft. So, ich mache jetzt nochmal einen kurzen Schnitt, stelle Addons und Interface und alles mögliche hier ein und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir nach dem Schnitt wieder zurück. Ja, wir werden mal beginnen hier, nehmen gleich die erste Quest hier an. Ja, also ich die Quest werde nicht vorlesen, ich werde sie ein bisschen stehen lassen, wenn es interessiert, kann es sich durchlesen. Wir nehmen nur die Questziele, also sprecht mit Gornek. Quest Nummer 1. Gornek ist auch gleich weit weg hier hinten. Bekommen dafür 40 Erfahrungspunkte. Ich sage mal gleich 6 scheckige Eber zu töten. Aber bevor wir das machen, schauen wir hinten am Briefkasten, wie man hier sieht. Hier Post. Und zwar den Safari-Helm. Den ich überaus stylisch hier finde. Den werden wir nicht aufsetzen. So. Machen wir uns mal auf den Weg, die 6 Eber zu töten. Am Anfang ist es ja nicht schwer, da hat man nicht viele Fähigkeiten. Einfach hier im Schattenblitz drauf, bis sie umfallen. Hälfte hätten wir schon mal. Damit hätten die Quest abgeschlossen und können die abgeben. Was wir noch machen werden, werden uns hier einen kleinen Begleiter dazu holen, dass wir nicht so einsam rumlaufen müssen mit unserem Wichtel hier. Damit haben wir schon unseren ersten Level up erreicht und legen die Armschienen, die wir gerade bekommen haben, an. Gut, 7 Speer der Nordwacht. Blut und Donner. Hat noch eine Quest für uns, die wir auch natürlich gleich annehmen werden. Vorwärts zum Sieg. Und dann werden wir mal schauen, was hier hinten los ist. Was will denn der Galgar von uns? Wir sollen ihm 6 Kaktusäpfeln besorgen. Sie haben ja auch sie hier irgendwie zwischendurch managen. Kraft und Ehre! Gut, wir müssen jetzt Stufe 3 erreichen, um Verderbnis zu erlernen und dann an der Trainingsattrappe Schaden machen. Gut, haben Stufe 3 nicht, das heißt, wir werden erstmal die anderen Quests hier machen, die wir haben. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal irgendeinen Begleiter dazu aussuchen. Ja, wir haben hier einige Alternativen. Was passt denn zu so einem Hexenmeister? Nee, das nicht unbedingt.
auch nicht unbedingt. Zum Ork würde das hier passen, aber... passt auch nicht unbedingt ganz... Ja, so viel Auswahl und man findet einfach nicht das Richtige. Ach, machen wir es einfach ganz klassisch hier. Das war falsch. Ja. Der Hornballon laufen wir jetzt rum. Gut, dann werden wir es mal hier aufmachen, die Speer der Nordwacht zu töten. Die sich hier unten versteckt halten. Wie man es jetzt schon da oben rumlungen sieht. Die ersten Quests sind noch relativ langweilig und simpel. Kann man leider nicht viel gegen machen, aber auch storytechnisch noch nicht wirklich so aufregend hier am Anfang. Es wird sich mit der Zeit noch entwickeln. Wer World of Warcraft kennt, weiß, wie es ist. Wer es nicht kennt, bekommt zumindest einen kleinen Einblick hier. Die Spielweise. Ich muss dann schon mal dazu sagen, ich bin nicht der Überpro, das heißt, ich werde sicherlich absolut alles richtig spielen hier, vor allem Hexenmeister bin ich absolut, ich will jetzt nicht sagen unfähig, aber nicht unbedingt der Meister darin. Also Tipps sind gern gesehen. Dann können wir die Quest auch schon mal abgeben hier wieder. Was braucht ihr? Vielleicht reicht es ja schon für Stufe 3. Nein, gerade nicht. Legen wir mal hier die Hose an. Nehmen wir die nächste Quest an, wo wir Skorpidarbeiterschwänze sammeln müssen. So, wir werden jetzt aber mal noch hier irgendein Vieh umhauen, damit wir unseren Level up bekommen und mal die Hexenmeister-Quest abschließen können. Wie zum Beispiel hier so ein Schweinchen. Gut. Haben wir Verderbnis erlernt, wird automatisch jetzt hier in die Leiste reingepackt. Wir haben gleich noch eine Quest bekommen. Nehmen wir auch gleich an, wenn wir schon auf dem Weg sind. Dürfen vier faule Peons aufwecken. Eure Klinge niemals stumpf sein. So, ja, für die Hexmeister-Quest müssen wir hier fünfmal Verderbnis drauf anwenden. Eine sehr schwierige Aufgabe. Damit haben wir auch diese Quest abgeschlossen. Jetzt können wir auch den Gürtel anlegen, wo wir nicht mehr im Kampf sind. Kurz ein paar Infos, wie dieses Let's Play hier laufen soll. Also es ist kein dauerhaftes Let's Play, es ist immer... so ein Zwischenprojekt eigentlich sein. Immer wenn ich Lust drauf habe, dann werde ich eine Aufnahmesession starten und ja, ein paar Folgen aufnehmen. Und ja, es wird halt immer so zwischendurch mal ein paar Folgen halt davon geben. Aber keine Überdosis jetzt hier
5 Folgen oder was am Stück kommen, das wird nicht sein. Moment, schnell plündern ist nicht an. Schalt mal schnell noch ein. Sonst vergesse ich noch ein paar Äpfel zu einsammeln, wie hier vorne schon mehrmals. Dann geht's weiter hier auf unserer großen Reise. Diese Friedberts große Reise. Sie war, warum Friedbert? Für den Ork, Hexmeister sicher ein sehr passender Name. Das ist einfach das Erste, was mir jetzt eingefallen ist. Gut, damit hätten wir die Äpfel zur Hälfte fertig, die Skorpinen zur Hälfte fertig. Da vorne sind schon faul Arbeiter, den werden wir gleich aufwecken hier mit unserem Totschläger. Ist gut. Er freut sich, dass er wieder arbeiten gehen kann. So, Äpfel hätten wir fertig. Irgendwie haben sich die Arbeiter aber ziemlich gut versteckt heute. Ja, machen wir erstmal die Skorpiden fertig und dann können wir noch im Arbeiter suchen gehen. Gut, Skorpiden hätten wir fertig und jetzt machen wir uns auf die Suche nach den faulen Peons. Davon liegt ein und da haben wir auch noch eine Quest gleich. Trifft sie hier ganz gut hier am Weg. Bisschen Sarkots töten und die Klaue hier zurückbringen. Den Arbeiter kümmern wir uns hier gleich. Für was für ein Ork ihr mir halten? Dann laufen wir gleich hier hoch zum Meisterskorpion. Nenne ich ihn jetzt einfach mal. Arbeiter. Den werden wir uns auch gleich kümmern hier. Was? Das kann ich. Und jetzt brauchen wir noch einen Arbeiter und dann haben wir die Quest auch gelöst. Den Arbeiter werden wir auch noch irgendwo hier dem eher überschaubaren Gebiet finden. Die Abkürzung hier runter. Ach, vorne liegt er. Der gerade aufgestanden ist. Müssen wir uns einen anderen suchen. Auch fleißig am Arbeiten.
Arbeit auch noch. Sag mal, wo ist denn hier der letzte? Irgendwo muss doch noch einer sein, der voll rumliegt. Können nicht alle so fleißig am Arbeiten sein. Ach, hier ist einer. Und hiermit ist die Quest auch gelöst. Dann gehen wir mal ab. Gibt es sicher wieder ein Level-Up, nehme ich an. Bei 4 Quests. Ziehen wir eine Quest wieder um. Ach, die gehen wir nachher ab, wenn wir wieder am Weg hoch sind. Raus damit! Für die Horde! Luktar! Sieh es in ihr! Luktar! Seid sicher! Und dann gibt es gleich hier wieder ein paar neue Quests, die wir annehmen werden. Eigentlich eine vollständige Robin, sind nicht wieder so halb nackt. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Außer Schuhe würden mal nicht schaden. Ganz ruhig. Alles klar. Gleich die Quest hier hinten bei dem Troll abgeben. Beziehungsweise die beiden Quests, weil jetzt haben wir eigentlich erst die Quest bekommen, wo wir hier hin sollen. Die wir schon vorweggenommen haben. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Hätten wir die Quest doch vorab abgeben sollen. Ach, egal. Dann machen wir ja mal hier vorne weiter. Und töten die Wichtel. Ziehen wir die üblen Familiare. Auch recht schnell erledigt sein und dann gehen wir die Quests ab wieder. Dass wir bald möglichst bald hier aus dem Startgebiet wieder rauskommen. Uns die große weite Welt hier von Durotar anschauen können. Wir sind jetzt erstmal nur hier im Tal der Prüfungen im Startgebiet. Kommen dann hier nach Durotar ins erste Levelgebiet. Danach können wir uns aussuchen, ob wir entweder hier nach Azshara oder ins nördliche Braland wollen. Das werden wir nachher spontan einfach entscheiden. Moment. Tendiere ich mehr zu Azshara. Aber wir haben ja noch ein paar Level Zeit bis dahin. Noch, dann haben wir das auch geschafft. Dann werden wir es einmal schnell machen. Wir benutzen einen Ruhestein. Genau, eben auf ein Gasthaus oder an verschiedenste Plätze legen können. Wenn wir den benutzen, können wir alle 30 Minuten uns dorthin teleportieren. Wie man sieht, stehen wir jetzt wieder auf unserem Ausgangspunkt. Inklusive unserem Luftballon.
anlegen. Wir haben endlich Schuhe bekommen, wir müssen nicht mehr barfuß rumlaufen. Juhu! Ziert in Ehren. Und diesen Punkt hier werden wir uns verabschieden für die erste Folge. Das war der erste Teil von Let's Play World of Warcraft mit unserem Friedbert hier. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.